Man muss schon sagen, es ist schwierig, unseren Toleranzbegriff, den wir aktuell haben seit der Aufklärung, auf die Geschehnisse in Al-Andalus so eins zu eins zu applizieren. Das machen wir ja auch nicht. Deswegen, man muss es da immer auch im Kontext belassen. Also wenn wir uns vor Augen führen, dass ja unter dem Dar al-Islam, also unter dem Dach des Islam, unterschiedliche Religionen zu Hause waren. Ja? Also nicht nur der Islam, sondern auch verschiedene christliche Gemeinschaften und Juden, aber nicht nur. Und im Gegensatz dazu im christlichen Mittelalter tatsächlich nur Juden als einzige Minderheit sozusagen in einem größeren christlichen Kontext zu Hause waren, erklärt sich daraus auch das Prinzip, wie mein Vorredner sagte, dieser relativen Toleranz des Islam gegenüber den anderen. Und das Konzept der Dhimmi, was Sie besser erklären können als ich, bezeichnet ja auch Muslime, Entschuldigung, Christen und Juden als schutzbefohlene Fremde, die nicht gleich sind wie die Muslime. Aber diese Idee der Gleichheit ist ein modernes Konzept. Das hat es in dieser Zeit nicht gegeben. Deswegen auch hier sollte man das immer sehr, sehr mit Vorbehalt betrachten. Und in diesem Kontext gab es dann Toleranz, aber es gab auch Auf und Abs, es gab auch blutigere Episoden, wie Sie sagten, wo auch durchaus eine strengere Ausrichtung des Islam unter den Almohaden beispielsweise zum Tragen kam, wo dann viele Juden zum Beispiel auch Cordoba verließen und nach Toledo gingen. Ja, das schließt gut an, weil ich glaube, man muss sich auch noch mal klar machen, dass wenn wir jetzt sozusagen also das Toleranzprinzip, wie wir es kennen, mit dem des mittelalterlichen Spaniens gegenüberstellen und sagen, ja, das war damals aber nicht so wie heute, dann ist es ja auch heute oder aus der Aufklärung kommend nicht, die Geschichte nicht so glorreich, wie sie immer klingt. Also es gibt die Erklärung der Menschenrechte, es gibt den Gleichheitsgrundsatz, der aus der Aufklärung kommt. Aber damit waren nicht gemeint Frauen, damit waren nicht gemeint Juden und damit waren schon gar nicht gemeint schwarze oder amerikanische Sklaven, wo man lange darüber diskutierte, ob das überhaupt Menschen sind. Also das heißt, man hat zwar diesen Grundsatz, aber im Grunde meinte dann diejenigen, die darüber debattierten und das entwarfen, meinten eigentlich christliche Männer damit. Und das muss man sich klar machen. Und das haben eben in dem spezifischen Fall die deutschen Juden ja gespürt. Ja. Und deswegen macht es auch Sinn, auch wenn es historisch falsch ist, aber es hat schon macht inhärent Sinn, dass sie sozusagen sich eine romantisierende Vergangenheit suchen, weil sie genau spüren, diese Gegenwart ist eigentlich verlogen. Und zugleich, um jetzt nicht ganz so negativ zu klingen, muss man eben sagen, immerhin gab es das Postulat der Gleichheit. Das ist ja die große Neuerung. Und auch wenn es historisch nicht zeitgleich Realität war, hatten dann aber alle Gruppen etwas, worauf man sich beziehen konnte, bis heute, was zu erreichen ist. Also als einen sozusagen zu erstrebenden Zustand, wo man sozusagen sich engagiert und kämpfen muss, um ihn zu erreichen. Und ein Weg der deutschen Juden war dann eben, sich sozusagen ein romantisches Ideal in der Vergangenheit zu suchen, mit dem sie im Grunde in der Gegenwart kämpfen wollten. Ich denke, dass die Säkularisierung bringt uns Früchte in der Hinsicht, dass die Religion in Freiheit praktiziert wird, dass Respekt herrscht zwischen den verschiedenen Schichten und Völkern. Und das ist auch gut so. Und ich denke, das ist die moderne Staatsform, die wir auf jeden Fall fördern müssen, dass die Menschen auf den Maßstab von Bürgertum behandelt werden und nicht Religionszugehörigkeit oder Kulturzugehörigkeit. Und wie mein Kollege sagte, da gibt es ein Grundgesetz und zu diesem Grundgesetz müssen alle Gesellschaftsschichten sozusagen, sie stehen loyal dazu und sollen auch das bewahren und vertreten. Aber dieses Grundgesetz soll auch die Rechte aller möglichen Gesellschaftsschichten bewahren und schützen. الحسن والسلوان كلهم بإذن الله نصبر على المحال حتى يفرج الله Die Debatte über den Islam heute,
also in Deutschland oder auch in Spanien, wenn man darauf schaut, da kann man auf jeden Fall eine direkte Antwort auf die Frage, wie sachlich, wie neutral geht man eigentlich mit den Themen der Minderheiten. Ich schaue also die, oder ich verfolge schon die Studien in diesem Bereich und stelle fest, zum Beispiel in Deutschland, dass die meisten Studien, die mit den islamischen Themen zu tun haben, die sind immer noch, die haben immer noch diesen Hauch von Orientalistik, also von Orientalismus. Da wird die Islamwissenschaft aus der kritischen Perspektive immer behandelt, nach dem Motto, das ist der andere, das ist der Gegner, das ist der uns stört und den wollen wir mal zerlegen und analysieren, damit wir sozusagen seine Gefahren gut erkennen. Solange wir diese Perspektive, die vom 19. Jahrhundert immer noch vertreten und richtig in unseren akademischen Institutionen immer fördern, ich denke, dass wir noch nicht so weit sind.